Meine Lieben, ich grüße euch alle wieder ganz herzlich. Herzlich willkommen zu mir, eurer Gartenlegerin Simone. Ach ja, ich freue mich so, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mensch, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, wie geht's euch bei dem Sturm, bei dem Wetter, bei dem Regen? Und ja, es ist doch irgendwie ein bisschen eine verrückte Zeit gerade. Und ja, erzählt doch mal, ist es bei euch auch so stürmisch? Also ist es irgendwie sehr, sehr deutlich etwas los im Außen, ne? Man merkt es deutlich. Und ja, ich begrüße euch heute zu unserem Samstagsevent wieder ganz, ganz herzlich. Ich sage, oder gebe euch ein Küsschen und sage Hallo. Und ja, ein kleines Herzchen gleich schon mal für euch. Und hoffe, dass es euch und euren Liebsten gut geht. Ja, und dass ihr jetzt die ersten Tage oder die ersten zwei Wochen des neuen Jahres, ja, man muss fast sagen, gut überstanden habt. Es geht rasant los. Ihr merkt es an allen Ecken und Enden, wahrscheinlich selbst auch. Und so wie ich das zumindest von euch auch zurückgemeldet bekomme, es ist einiges los. Es wird viel aufgewühlt, es zeigt sich viel, es kommt viel an die Oberfläche und es kann wirklich nichts mehr versteckt werden. Meine Lieben, das ist ganz, ganz deutlich. Das ist für dieses Jahr, glaube ich, wirklich die Botschaft, zumindest so wie es jetzt anfängt, dass alles auf den Tisch kommt. Es wird alles klar, deutlich und dargestellt. Also das merkt man überall. Also vor allem erstmal emotional, ne? Und ich bin gespannt, wie es ja auch im Außen, ne, in vielen Bereichen da so weitergeht und was da so geschieht und was sich da so wandelt und ändert, ne? Meine Lieben, ja, ich würde sagen, wir trinken erstmal ein Schlückchen Kaffee zusammen. Ich hoffe, ihr habt es euch richtig mummelig und kuschelig gemacht und ich sage, Prösterchen, meine Lieben. Ich schlürfe jetzt schon mal ein bisschen, ne? Ja, gesagt, getan auch gleich, ne? Es geht irgendwie nicht ohne. Könnt ihr trinken, ohne zu schlürfen manchmal? Also, es ist schwierig. Ja, jetzt hat's geklappt. Aber so direkt vorm Mikro ist es natürlich, da hört man natürlich alles. Das Mikro verzeiht einem nichts, ne, sozusagen. Meine Lieben, ja Mensch, wie geht es euch denn? Erzählt doch mal ein bisschen. Ich hoffe, wie gesagt, es ist alles wundervoll und wir haben jetzt eine schöne Zeit zusammen. Und ich möchte euch da abholen, wo ihr gerade steht, wo ihr gerade seid und ein bisschen für euch da sein jetzt in unseren anderthalb bis zwei Stunden, die wir immer so haben. Und ihr wisst, das ist eine allgemeine und kollektive Legung, ja, also das ist keine persönliche, private Legung einzeln für euch, aber ihr könnt trotzdem mit Aussagen in Resonanz gehen und das wird mit Sicherheit so sein, denn deswegen hast du hier auch eingeschaltet, ja. Und es wird irgendwas geben, was du hören darfst, hören sollst, hören musst. Es muss nicht ja jede einzelne Aussage der Karten sein, ne, die wir gleich hier auf dem Tisch haben. Es reicht auch wirklich nur ein Moment, ein Gefühl, irgendetwas, womit du in Resonanz bist, womit du schwingst, ja, positiv wie negativ. Und dann hat es eine tiefere Bedeutung. Und vielleicht schaust du mal hin und bist mutig und guckst wirklich mal hin, was das mit dir zu tun haben könnte. Und das ist der erste Schritt zur Heilung, zur Entwicklung. Und ja, meine Lieben, wir legen jetzt eine, ja, meistens ist es eine Legung für dich und dein Gegenüber, ja. Meine lieben ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, ja, ich lege immer aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt, also beziehungsweise meine Zuschauer und ZuschauerInnen sind immer hier auf der rechten Seite und links ist immer dein Gegenüber. Ja? Ich spreche aber, und bitte seht es mir nach, das ist sonst komme ich aus dem Redefluss raus und es ist sonst für mich zu kompliziert, alles alle Eventualitäten irgendwie auch aufzudecken oder aufzuzeigen, ja, oder zu benennen. Es tut mir wirklich leid, bitte seht es mir nach. Ich rede immer aus der Sicht einer Dame, die einen Herrn liebt. Wenn du eine andere Liebe lebst oder das bei dir ganz anders ist, ja, gleichgeschlechtliche Paare, divers, Mann, Frau, ja, bitte dreht es euch so, wie ihr das braucht, wie es bei euch ist. Es ist für mich einfach nur wirklich einfacher zu sagen, die Dame, die einen Herren liebt, ja. Aber ich versuche immer, dich persönlich anzusprechen, du oder manchmal sage ich auch ihr, ne, als Kollektiv, und dein Gegenüber, ja.
das, wie gesagt, wenn ich versuche halt, den Kanal so offen zu halten, dass das alles fließt, fließt, fließt. Und wenn ich zu viel nachdenken muss, dann stockt das manchmal. Ne? Das kennt ihr ja. Ne? Das Herz muss offen sein. Und wenn der Verstand wieder reingrätscht, dann ist Ende im Gelände. Wollte ich gerade sagen, ich brauche nochmal einen Schluck Kaffee, meine Lieben. Irgendwie ist meine Stimme. Ich rede aber, ich schnabbele den ganzen Tag immer so viel. Ne? Und dann ist irgendwann mal nachmittags die Stimme so ein bisschen eingerostet, ne? Will ich was sagen. So, Prost, meine Lieben. Das kann ja heiter werden heute. Ich habe das Bild hier so groß schon gemacht heute, da seht ihr meine Hände gar nicht richtig. Na, naja, egal. Ich komme so ein bisschen näher. Mal sehen, vielleicht geht's. Nee, ist auch nicht. So muss ich machen hier. So. So an die Seite muss ich rutschen. Jetzt wackelt's. Oh nein, Moment. Na, heute ist ja was los, ne, meine Lieben? Ja, das sind die Energien auch im Außen. Ich sage es euch. Ich würde sagen, njam, 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 njam. Ich erzähle euch jetzt ganz kurz den Ablauf. Und dann legen wir los, ne? Und was ich eben noch sagen wollte, aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt, ich lege auch immer für dich, ja, egal wer da gerade vor, also meine lieben ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, ich lege auch immer persönlich für dich die Karten. Und zwar hier bist du auf der rechten Seite dann, weil es mir wichtig ist, zu schauen, wie es dir geht, wie es für dich weitergeht und, ja, was da vielleicht für dich jetzt in nächster Zeit auf den Plan rutscht, ja, was wichtig für dich wird und was vielleicht noch im Verborgenen schlummert, ja. Genau, und deswegen schaue ich auch immer für dich persönlich nochmal, was da so kommen möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil alles, was du in dir heilst, heilst du auch in der Welt. Alles, was du in dir heilst, heilst du in deinem Gegenüber. Und so, ja, findet ihr auch schneller zusammen, ja? Genau, meine Lieben. So, ach so, meine allgemeinen Infos, die blende ich euch jetzt da drüben mal ein, falls du mich kontaktieren möchtest. Und da steht auch das drauf, was ich, also meine Kontaktdaten und alles, was ich so anbiete. Ne? Ein kleines Momentchen mal. So, und ich würde sagen, ich starte jetzt mit der Herzöffnung, Herzchakraöffnung. Ja, ich spiele das Chime jetzt. Falls du Kopfhörer, das über Kopfhörer hörst oder In-Ears drin hast, nimm sie raus, setze sie ab, denn das könnte etwas laut werden. Und dann spreche ich ein Gebet für die Herzöffnung. Und dann stelle ich euch die Karten vor. Ach so, genau, ich schütze natürlich mit dem Chime und dem Gebet unseren heiligen Raum, ja? Deinen heiligen Raum zu Hause. Und dann spreche ich das Gebet, genau. Dann stelle ich euch die Karten vor, dann lege ich die Karten aus. Am Ende ziehen wir noch eine Karte von Heike Bender mit dem wunderbaren Klangspiel. Es ist immer noch das Rote, ja? Es geht wieder um Erdung, Erdung, Erdung. Und, ach so, meine Lieben, das Neumondritual kommt ja auch genau in einer Woche, ja. Da ist der Neumond im wunderbaren Zeichen des Wassermanns und es geht um Neuausrichtung, um Inspiration und wirklich um Struktur für dein neues Sein. Was willst du, was wünschst du dir, wie willst du es umsetzen? Es geht in die Verwirklichung. Der Funke wird gesetzt oder der Samen wird gesetzt und der Funke, eigentlich ist es der Funke eher nur, ne? Erstmal, der dann überspringt. Und ja, also das passt wirklich unglaublich zu der Zeit, gerade auch zum Wetter und zu allem, was gerade so. Ich muss mal kurz am Mikro ein bisschen fummeln. Ich hoffe, ihr seht das Mikro jetzt nicht im Bild, aber so sieht man nämlich meine Hände etwas mehr. Moment, sieht man es im Bild? Nee. Genau, und es geht um, ja, alles neu macht der Mai, obwohl wir erst Januar haben, ne? Und wenn ihr euch für das Neumondritual mit euren Liebsten und allen, die ihr liebt und euren Haustieren, mit der ganzen Welt, mit allem eintragen möchtet, tut das gerne unter dem Video oder schreibt mir, ne? Dafür hatte ich euch meine Infos eingeblendet. Schreibt mir gerne über meine wunderschöne Webseite, die ihr so liebt, www.kartenlegerinsimone.de, gerne per E-Mail an deinekartenlegerin@ymail.com, gerne per Facebook oder Instagram. Auf Facebook heiße ich Simone, deine Kartenlegerin, Lebensberatung und Chakrenausgleich.
Und auf Instagram heiße ich Kartenlegerin-Simone. Und es geht dabei, wie gesagt, darum, die Energien besser aufzunehmen. Es geht um die Herzöffnung, es geht um Schutz für euch und eure Liebsten. Es geht hier nicht immer nur um euren Seelenpartner oder euer Gegenüber, sondern es geht um euch, um eure Entwicklung, um euren Schutz. Darum, dass ihr weiterkommt. Denn wie gesagt, alles, was du in dir heilst, heilst du auch in der Welt. So, meine Lieben, entspannt euch. Und ich schütze jetzt euren heiligen Raum zu Hause, unseren heiligen Raum hier. Und dann beten wir und ich öffne euer Herzchakra. Entspannt euch, atmet tief Freude ein und mindestens doppelt so lang Freude wieder aus. Bitte ich um Schutz, um Kraft und um Liebe, die uns bewegt, uns innewohnt, uns umgibt und die wir auch aussenden. Ich bin an deiner Seite und lasse dir göttliche Energien zukommen, die jetzt zu dir fließen. Sie berühren dein gesamtes Sein, umhüllen deine Aura und öffnen deinen Herzbereich. Fühle diese warme Energie, die dich umgibt und von innen heraus strahlt. Sie bewegt dich hin und her, vor und zurück, und sie bewegt sich in kreisenden, zirkulierenden Bewegungen um dich herum. Deine Aura ist erfüllt von göttlicher Liebe, und sie weitet sich aus wie ein Sternenglanz. Funkelt sie und alles, was sie berührt, fühlt ebenfalls diese Liebe und Göttlichkeit. Wir sind mit allem verbunden. Und auch jetzt, wenn du das hörst, verbindest du dich mit deinen Mitmenschen, auch wenn du sie nicht kennst. Alles fließt miteinander. Alles ist eins. Alles ist Liebe. Und wir gehören zueinander. Deine Aura weitet sich aus über deinen gesamten Ort, dein Land, die Erde, weit, weit hinaus übers Universum. Alles ist unendlich. Und alles ist eins. Dein Herz ist weit, weit geöffnet. Und du fühlst dich und deine Umgebung und die göttliche innewohnende Liebe darin. Ein warmes, wohliges Gefühl umgibt dich. Und auch sendest du es aus. Alles, was diese Liebe berührt,
fühlt diese Liebe und gibt sie weiter. Alles ist eins. Fühle es. Im Namen Gottes. Danke. Amen. Meine Lieben, was für eine wunderschöne, wärmende Energie. Ach, ich bin ganz beseelt wieder und ganz glücklich, dass ich euch diese Energien zusenden darf oder zukommen lassen darf, dass diese Energien fließen dürfen. Und ich weiß genau, dass das genau die Menschen erreicht, die das jetzt gerade brauchen und annehmen können. Das ist wundervoll und ich danke euch so herzlich. Ach, meine Lieben, wie schön. Kommt jetzt wieder hier an, wenn ihr möchtet. Und ach, jetzt stelle ich euch die Karten vor. Genau, ich hole kurz die Karten und blende euch hier, nutze die Zeit und blende da nochmal meine allgemeinen Infos ein. Ja, Momentchen. So, jetzt müsstet ihr es sehen. So, jetzt habe ich hier die Karten. Ich muss mal gucken, mit welchen Karten ich hier überhaupt arbeite heute. Und beginne einfach jetzt, euch die Karten vorzustellen. Symbolon-Karten Peter Orban, Ingrid Zinnel, Thea Weller im A.G. Müller Verlag erschienen. Könnt ihr sehen hier so. Dann die wunderbare Sandra Fehrenberg, Seelenimpulskarten, Dualseelenliebe, Healing, Weckruf deiner Seele. Die liebe ich auch sehr. Sie ist auch auf Instagram und YouTube und wie heißt das andere? Facebook, genau. Und wahrscheinlich noch auf anderen Kanälen. Dann von Linda Giese, das Tarot der neuen Zeit im Akasha Verlag erschienen. Hier ist Akasha, also die Homepage von Akasha und hier von Linda Giese. Dann, das nehmen wir mal nicht heute. Lenormand-Karten Human Dreams von der wunderbaren Maria Bergmann. Hier ist ihre Homepage. Die liebe ich auch sehr, diese Karten und natürlich auch von derselbigen, die Reflexionskarten Version 1, also auch von Maria Bergmann. Dort seht ihr alles. Ist auch auf Etsy zu finden. Dann, wo habe ich es? Hier. Die Karten von Nadine Breitenstein, das Breitenstein-Tarot. Genau, und da blende ich euch jetzt mal dort die Rückseite der Verpackung ein. Denn die finde ich hier immer nicht mehr so richtig. Die sind irgendwie durch den Umzug, habe ich sie in irgendeinen Karton geräumt und sie sind weg. Moment, ich blende sie jetzt ein. Ganz kurz. So, und dann haben wir noch die Göttinnen-Lichtbotschaften von der zauberhaften Heike Bender. Genau. Achso, ja, genau. Und nochmal hier die von Elke Kirchner, heilende Erzengel-Orakelkarten im Schirner Verlag erschienen, mit Bildern von Petra Kühne. Da sieht man alles. So, und ich habe das natürlich alles, womit ich arbeite und die ganzen Karten, habe ich natürlich in der Beschreibung unten aufgeschrieben. Ich habe gerade einen anderen Gedanken nochmal gerade gehabt. Genau, so, jetzt bin ich wieder da, da habe ich die ganzen Karten, die mischen wir jetzt und genau, also alles, womit ich arbeite, schreibe ich immer natürlich auf und das findet ihr alles unter der in der Beschreibung unter dem Video, ne, meine Lieben. So, jetzt mischen wir die Karten, diejenigen, die sich noch nicht für das Mondritual eingetragen haben, die machen das jetzt gerne und genau, oder holt euch noch was zum Essen und zum Trinken. Oh, die sind aber widerspenstig heute, die Karten hier. Ja.
Bei dem Chime übrigens, genau, apropos widerspenstig, da habe ich eben schon gemerkt, da ist etwas im Sakralchakra, im dritten Auge und auch, wo war es noch? Ja doch, das dritte Auge und das Sakralchakra, das waren möglicherweise ein bisschen blockiert bei euch, ja, also bei dir, ZuhörerInnen. Da war irgendwas blockiert. Die will noch. Ups. Und da kann es sein, dass du irgendwas nicht sehen möchtest. Ja, die Karten, die lege ich nachher nochmal ein bisschen hübscher hin. Hier ein bisschen ordentlicher. So. Ich mache es jetzt erstmal so halbwegs. Irgendwas, was du vielleicht auch nicht aussprechen kannst. Vielleicht steht auch ein Gespräch an. Oder du hast ein Streitgespräch gehabt oder eine Bewerbung, aha, okay. Irgendeine Veränderung könnte hier auch anstehen, beruflich, die du aber möchtest, ja. Und was war denn das noch? Irgendwas im Sakralchakra, habe ich irgendwas gespürt? Also du brauchst Klarheit auf jeden Fall im Kopfbereich. Da ist irgendein, du bewegst dich in irgendeiner unklaren Situation, wahrscheinlich mit deinem Herzensmenschen. Und da ist irgendwas aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, was ich da wahrgenommen habe. Irgendeine Situation, die ja nicht so ganz schön zu sein scheint. Ja, irgendeine Trennung, irgendein Abbruch, den ich da wahrnehme. Ich gucke nochmal ganz kurz, alles klar, im Kartenbild, ja. Im Kartenbild, in der Kamera wollte ich sagen. Und irgendwas ist da, genau, irgendwas ist im Verborgenen, deswegen auch das dritte Auge. Vielleicht möchtest du auch spirituell arbeiten, da ist irgendwas mit der Spiritualität, mit deiner mit dem Erwachen, ach, das passt ja gut, das fällt mir gerade nochmal ein. Irgendwas mit dem Erwachen. Erzählt doch mal, wie das in die letzte Woche für euch verlaufen ist. Denn wir hatten ja von der zauberhaften Heike Bender die Karte Erwachen gezogen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Das war doch die Karte Erwachen oder dein Erwachen. Und das finde ich ja sehr spannend, weil die Energien sind ja gerade sehr aufwirbelnd, sehr klar, beziehungsweise holen alles Verborgene ans Licht. Das passt ja gut, stimmt ja, was ich ja gerade erzählt habe vorhin. Das passt ja zu dem, was ich eben wahrgenommen habe, als ich das Chime gespielt habe. Da ist irgendwas, also es kann sein, dass da irgendwas bei euch ist, was da so richtig aufgewirbelt gerade wird oder wo, was so richtig Wellen schlägt oder wie so Blasen von unten nach oben tritt und du kommst kaum hinterher. Das ist die aktuelle Zeitqualität momentan. Und da ist irgendwas, was ich da wahrgenommen habe bei euch. Ja, da belastet dich gerade irgendwas. Ne? Tragt euch ein fürs Mondritual. Da geht es genau um diese Themen auch, ja. Um die karmischen Themen, um die jetzt habe ich doppelt gelegt. Naja, egal, es sollte wohl so sein. Um die Themen aus der Vergangenheit, ja, um die aufzuarbeiten und eben auch darum, in die fünfte Dimension zu gehen und wirklich zu manifestieren, ja. Also es ist ja wirklich, gerade wenn jetzt so viel Klarheit fließt, ja, das ist schwierig, aber du kannst dadurch, nur dadurch kannst du manifestieren und dir wirklich klar darüber werden. Also das trübe Wasser, das klärt sich. So dass man es auch wieder trinken kann, ja, dass es wieder heilsam ist und dass es birgt alles, was unten auf dem Grund liegt, wird klar und wird, du erkennst es. Und das hat ganz viel mit dem Erwachen zu tun, eben, ja. Und zwei Karten, okay. Und da wird es, das wird wichtig sein jetzt in nächster Zeit. Und vor allem, ja, also wenn du da Unterstützung brauchst, es ist natürlich sehr kräfteaufreibend, kräftezehrend, ne? Also das ist wirklich, man hat das Gefühl, und vielleicht hast du das Gefühl, es fliegt dir gerade alles um die Ohren. Es kann auch nur einfach emotional sein, dass du irgendwie so spürst, oh Gott, es ist alles,
Es nimmt, es wie so eine Welle, die einen so erwischt, ne? Und einen umschmeißt. Das zieht dir irgendwie den Boden unter den Füßen weg. Und natürlich ist alles aufgewirbelt, wirbel, wirbel, wirbel. Ja, erstmal ist alles aufgewirbelt und du siehst gar nicht, du kommst nicht durch. Es ist wie Wolken, wie du kannst nicht hindurchblicken. Aber wenn sich das wieder gelegt hat, dann siehst du klar. Und dann ist es, da möchte nur für dich eine Karte, sehr gut. Dann ist es auch wichtig, dass du da ehrlich zu dir bist, ja, und das annimmst. Und da hast du, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten gerade mit genau zu sehen, okay, wo ist denn mein Weg überhaupt? Also das Wasser ist vielleicht immer noch trübe und du siehst eben diese Klarheit noch, du hast diese Klarheit noch nicht. So, jetzt muss ich ganz kurz mal im Bild gucken, meine Lieben, jetzt habe ich die Karten hier so ausgelegt. Ja, im Bild seht ihr natürlich gar nichts. Okay, da muss ich mal ein bisschen fummeln. Moment. Ja, das war die falsche Seite. Jetzt habt ihr das Mikro gesehen. So, und dann hole ich es noch näher ran. Und schief ist es auch, das war ja klar. Aber es kann auch sein, dass sich die Kamera noch wieder ein bisschen bewegt, ne? In dem Stativ. Die bewegt sich manchmal ein bisschen hin und her. Und dann ist das wieder schief. Deswegen, ich versuche es jetzt mal so halbwegs, erstmal zumindest für jetzt. Naja. Hinzukriegen, dass ihr es so ein bisschen gerade, ja, wahrnehmt. Ja, jetzt ist alles durcheinander. Das ist auch schön. Wie gesagt, meine Lieben, es kann sich nur um Stunden handeln. Holt euch noch was zu trinken. Gleich geht es los. Aber bis dahin, oh, also irgendwie, wenn man so lange Ärmel hat, so ausladende Ärmel, dann komme ich immer gegen die Karten und dann drehen die sich immer so lustig. So, muss ich doch ein bisschen hochkrempeln. So wie ich das eigentlich immer mache. So, so, so. Ja, das sieht doch schon mal ganz fein aus, ne, meine Lieben. Jetzt trinken wir noch ein Schlückchen Kaffee und dann stürzen wir uns hier ins Getümmel, wollte ich schon sagen. Prösterchen, meine Lieben. Ah, das tut gut, oder? Ich krempel mal so ein bisschen meinen Ärmel hier hoch, sonst rutschen die Karten immer so durch. So, die Karte ist rausgeflogen. Und die drehen wir jetzt um. Dumm, die, dumm, die, dumm. Nein, meine Lieben, das Karma, na, das ist ja herzlichen Glückwunsch. Oder Glühstrumpf, wie ich immer sage. Herzlichen Glühstrumpf. Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Glühstrumpf, aber man sagt das ja immer so lustig, ne? Ja, also meine Lieben, das Karma. Ja, habe ich eben nicht gesagt, irgendwie karmische Energien auch? Ja, karmisch oder gleich komisch? Nein. Also es ist wirklich schwierig. Das ist ja jetzt hier die Legung für also für dich und dein Gegenüber, ne? Weil das einfach auf die meisten auch zutrifft. So. Ja. Ihr habt eine karmische Verbindung, das ist ganz klar. Und es ist aber auch so, dass ja. Euer Gegenüber, ich nehme das jetzt nämlich schon wahr, er ist sehr verschlossen. Kann das sein, dass er so sich nicht richtig ausmehrt, was er so will oder was er nicht will? Oder er ist gerade vielleicht auch im Rückzug und hat viel mit sich selbst zu tun. Er ordnet so ein bisschen sein Leben, kommt aber auf keinen grünen Zweig. Habe ich das Gefühl. So, jetzt gucken wir mal weiter. Aber wenn das jetzt schon, also er mauert so ein bisschen auch, ne? Wie diese Mauer hier auf dem Bild, ne? Ja, die Mauer oben und unten. Und zwischen euch steht das Karma. Und es regnet und es ist auch ein bisschen undurchsichtig, ne? Ihr habt das Gefühl, ihr schaut auch ein bisschen von außen auf die Situation, ja? Vielleicht ist es auch ein bisschen eine kämpfende Situation. So, das ist aber gerade so wirklich auch in seinem Herzbereich zu sehen, aber auch die zentrale Karte. Ja, also darum, wo es wirklich gerade am meisten geht, das Hauptthema sozusagen. Da bin ich gespannt, was das für ein Thema ist, also wo genau das karmische Thema im Verborgenen liegt. Aber das Karma heißt auch immer im Verborgenen natürlich, ne? Also das passt zu dem Chime auch, was ich gerade gespielt habe und also was ich da wahrgenommen habe. So, Kopfbereich, wir drehen die erste Karte um. Oh, die Freundschaft, die Treue, die Loyalität, aber auch vielleicht die Liebe zu einem Tier, das kann auch sein. Wir gucken weiter, ne? Oh, die Nachrichten, der Brief,
die Dokumente und die Verbindung, der Ring. Ringe, Ding, Ding. Na, das ist ja was. Ja, Ringe, Ding, Ding, um es mal mit Frank Sinatras Worten zu sagen, ne? Nein, also, ja. Ja, ich nehme ganz viel wahr gerade. Eine ganz sanfte Energie fließt zwischen euch. Ihr seid vielleicht befreundet, vielleicht habt ihr gemeinsame Freunde. Und eigentlich fließt die Kommunikation oder möchte eigentlich gut fließen. Eigentlich könnt ihr gut miteinander, aber irgendwas ist da auch gerade in der Stagnation. Er möchte sich gerne schriftlich melden bei euch, also vielleicht über... Also irgendwie Kontakt über die sozialen Medien, ja, oder über WhatsApp oder irgendwas oder über ihm per E-Mail. Aber irgendwas hält ihn ab. Irgendwas fließt da nicht richtig zwischen euch. Vielleicht hat er auch viel zu tun gerade beruflich, dass er viel... selber auch viel arbeitet mit schriftlichen, also vielleicht hat er sehr viel schriftlich zu arbeiten auch. Vielleicht lenkt er sich gerade auch ein bisschen ab. Aber was mir wirklich deutlich auffällt, ist eure sanfte Verbindung. Ihr fühlt euch miteinander sehr wohl. Und das ist etwas, was er so auch noch nicht hatte und was ihn auch immer wieder in deine Richtung zieht. Ne? Vielleicht seid ihr, wart ihr schon mal zusammen oder vielleicht habt ihr auch eine Affäre, das kann auch sein, aber ihr seid auf jeden Fall echt wirklich deutlich karmisch verbunden. Und vielleicht habt ihr auch ja, eine karmische Freundschaft, wollte ich schon sagen. Oder das Thema Treue oder Loyalität ist ein Thema, also ein karmisches Thema bei ihm. Ja? Vielleicht fällt es ihm auch schwer, treu zu sein. Vielleicht braucht er immer wieder die Abwechslung, den Spaß, das Ausbrechen aus Strukturen, aus Beziehungen, aus seinem Leben. Keine Ahnung, das kann auch sein, ne? Ist möglich, dass das so ein bisschen seine Schwierigkeit ist. Aber eigentlich sehnt er sich, achso, das kann auch sein, dass das so ein Kreislauf ist zwischen euch, dass er, vielleicht hat er öfter mal auch andere PartnerInnen, also dein Gegenüber hat vielleicht manchmal andere PartnerInnen, die, ja, mit denen der irgendwie, ja, versucht seinen Spaß zu haben oder sich abzulenken, vielleicht flirtet er auch gerne. Also aber um sich selbst zu finden dabei, ne? Warum tut er das? Ja, warum? Weil das, das scheint ein karmisches Thema zu sein, die Treue. Ja, die Loyalität. Und eine tiefe Verbindung einzugehen zu jemandem. Vielleicht ist er aber auch zu verkopft. Vielleicht denkt er alles dreimal, vielleicht macht er sich auch Listen, ne? So wie hier in dem Brief, schreibt sich auf Pro und Contra und so weiter. Das kann möglich sein, das macht er sich in seinem Kopf vielleicht. Er muss ja jetzt nicht handschriftlich irgendwas schreiben, aber es kann sein, dass das tatsächlich so ist, ne? Naja, wir gucken mal weiter im Herzbereich, dann kann man das auch noch weiter eruieren. Hier, wie es... Oh, die seelische Verbindung zwischen euch beiden. Ihr liebt euch, ihr seid Seelenpartner, ihr... Hier, die karmischen Seelenpartner. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich ganz, ganz schön. Aber so ein bisschen bescheiden ist es trotzdem, ne? Weil es immer auch viel Arbeit und viel Kampf auch bedeutet, ne? Mhm. Aber auch die Vergangenheit holt ihn so ein bisschen ein, ne? Das ist auch ganz deutlich zu sehen. Vielleicht lebt er auch diese Strukturen, ja, die Vergangenheit, Karma ist ja auch Vergangenheit. Vielleicht lebt er auch diese Strukturen von seinen Eltern. Vielleicht waren die auch nicht treu, ja, kann auch sein. Vielleicht gerätst du auch immer an Männer, Menschen, die nicht treu sind. Die dich auf Distanz halten und du fragst dich, warum immer ich? Warum passiert mir das? Warum begegnet mir das immer wieder? Warum gerate ich immer wieder an Menschen,
die es vielleicht nicht ernst meinen. Also das heißt nicht, dass er das nicht ernst meint. Ne? Es kann sein, dass diese Struktur in ihm so, also in deinem Gegenüber so verankert ist, dass er Schwierigkeiten hat, das aufzubrechen, sich zu entwickeln, sich darüber hinwegzusetzen, weil er irgendwie denkt, das ist ein Teil seines Wesens. Das sehe ich aber nicht. Das ist nicht ein Teil seines Wesens. Es ist ein Teil seines Weges. Das sehe ich. Aber eigentlich möchte er Treue, Verbindung und ist ein sehr spiritueller Mensch. Er denkt gerade vielleicht auch viel über Energien nach. Vielleicht fühlt er eure Energien oder fühlt dich und denkt sich die ganze Zeit, wow, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gefühlt, wahrgenommen mit irgendwem anders. Das ist ja was völlig Neues oder anderes. Und er verdrängt das aber auch gerne mal. Ne? Der ist ein Meister im Verdrängen, aber auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz deutlich, weil das Karma hier auch so schwer wiegt. Ne? Und aber das wird trotzdem alles, nur die sternenklare Nacht, die offenbart ganz viel in ihm und ja, da möchte ganz viel Freiheit gelebt werden, ganz viel Unbeschwertheit, ganz viel pures Gefühl nehme ich wahr. Er möchte das pure Gefühl genießen. Ja, irgendwie, irgendwas, ich habe gerade die Gedanken gehabt, dass er gerade sehr viel lesen möchte oder sich weiterbildet oder vielleicht seine Gedanken zu Papier bringt oder aufschreibt oder per E-Mail oder wie auch immer, also ne, so in sein Handy oder wie auch immer er das heute gestalten mag. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Was er gerade ergründet, ja, er ergründet seine tiefsten Gefühle, beziehungsweise das Karma, was da eben an die Oberfläche kommt. Und das kann, wie gesagt, etwas auch mit seinen Eltern zu tun haben. So, jetzt gucken wir mal die letzte Karte hier. Och, ich wollte gerade sagen, habe ich nicht gesagt, vielleicht schreibt er, nee, ich habe gesagt, er schreibt, was habe ich gesagt, irgendwas schreibt er. Ich wollte noch sagen, er schreibt vielleicht ein Buch, nee, er liest ein Buch, habe ich gesagt, ja, hier ist das Buch. Aber das Witzige ist, das bedeutet auch Karma. Ne? Dieses, das Buch, das ist immer etwas im Verborgenen. Irgendwas, was im Verborgenen liegt, was vielleicht an die Oberfläche kommt, was er dir nicht sagt. Und das ist in seinem Herzen. Ja? Aber das Buch kann auch immer, jetzt kommen die Karten hier wieder durcheinander, das kann auch immer das Karma bedeuten auch. Ne? Also wahrscheinlich arbeitet er aber auch gerade sehr viel. Er stürzt sich in die Arbeit, um sich nicht damit auseinanderzusetzen, was wirklich in seinem Herzen fließt, was zwischen euch ist. Vielleicht habt ihr auch gemeinsame Freunde und vielleicht ist er, bist du eine Freundin von irgendjemandem von ihm und er hat sich verliebt in dich und so weiter. Das kann auch möglich sein. Oder euer Umfeld, was würde euer Umfeld dazu sagen, wenn ihr plötzlich zusammenkämt oder so. Das kann auch sein, ne, dass er solche Gedanken hat. Und deswegen hält er sich total bedeckt, aber sein karmisches Thema ist auf jeden Fall Treue und Loyalität. Und wem auch immer gegenüber, seiner Partnerin, seiner Mutter, seiner Familie, seinen Kindern, irgendwie sowas, ja. Das scheint ein großes Thema zu sein, mit dem er sich gerade auseinandersetzt. Und er kommt da offensichtlich nicht weiter. Er ist erschöpft, er ist traurig, er hat das Gefühl, je mehr er sich damit auseinandersetzt, umso weniger weit kommt er. Und ja, das überfordert ihn und das frustriert ihn auch und er kommt da nicht so richtig raus. So, meine Lieben, jetzt gucke ich mal weiter in der Basis, was da ist. Die Entwicklung, das Schiff. Ach, die, ja, der Verlust und die trüben Gedanken auch und der Sarg, okay. Ja, wahrscheinlich entweder ist eine Stagnation bei euch gewesen oder es ist eine Trennung erfolgt oder irgendwie momentan, da, also die Situation ist eine Stagnation sozusagen, also nichts stagniert ja wirklich, ne? Alles fließt irgendwie, aber wenn auch nur langsam, aber da ist auf jeden Fall ein Bruch zu sehen bei euch, ja, der da geschehen war vielleicht sogar oder der jetzt noch kommt, weil das ist, also das ist in seiner Basis zu sehen. Er ist vielleicht auch jemand, der schnell immer alles hinschmeißt, wenn er dann keinen
Nutzen mehr sieht oder ja, das kann auch sein, ne? Aber das kann auch kommen jetzt, ne, weil das sind ja die Basiskarten, es kann sein, dass das noch kommt, aber das ist etwas, was er eigentlich gar nicht möchte. Er denkt gerade, es wäre eine, die richtige Option, ja, aber das macht ihm wirklich Schwierigkeiten. Weil er kommt da aus diesem Chaos, hupsi, aus dem Chaos kommt er nicht so richtig heraus, ne? Aber durch seine Entwicklung, die auch wirklich spirituell stattfindet, wo Klarheit fließen möchte, kann es sein, dass wirklich der Neuanfang kommt in ihm, dass er etwas gehen lässt und durch diese Entwicklung im Kopf- und Herzbereich ein Neuanfang vor der Tür steht. Aber ich muss wirklich sagen, das ist leider ein großes Aber, diese Entwicklung hier, die ist da in ihm und das ist ganz, ganz schön zu sehen, aber das ist ein Riesenschritt, den er da gehen muss und er ist gerade völlig alleine mit seinen Gedanken, er hat niemanden zum Reden und das belastet ihn schwer. Er versucht immer, sich abzulenken, Auswege zu finden, auszubrechen aus seinem Alltag und er kommt da auf keinen, wirklich, er kommt da nicht richtig, er schafft es nicht richtig, seine Gedanken zu ordnen. Irgendwas ist da, ja, er ist da sehr, sehr stark überfordert. Meine Lieben, ich möchte euch hier wirklich meine energetische Unterstützung noch einmal ans Herz legen, falls ich das noch nicht gemacht habe heute. Und zwar irgendwie wirklich, also er braucht Kraft. Diese Blockaden in ihm, die müssen gelöst werden und vor allem ist das dieses karmische Thema, was da ganz stark mit einwirkt und möglicherweise ist da auch von außen eine Manipulation zu sehen. Ja? Er ist sehr sensitiv, er könnte vom Sternzeichen irgendwas Luftiges sein oder gerade sein Aszendent ist Luft, Erde nehme ich auch ganz viel wahr, Feuer möglicherweise auch, aber es ist irgendwas, was ihn gerade wirklich blockiert, wo er am liebsten sich verkriechen möchte, ne? So wie hier oder da. Da geht nichts weiter gerade. Aber der Neuanfang, der kommt oder möchte kommen, ja, also der liegt eigentlich schon in seinem Feld drin, in seinem Energiefeld, aber die Entwicklung sieht, also das kann wirklich noch lange dauern hier, ne? Also mehrere, also 1 bis 2 Jahre heißt diese Karte das Schiff, ne? Da werden jetzt viele schreien, so ungefähr aufschreien, weil das ja wirklich eine lange Zeit ist. Und aber das sind nur Tendenzen, meine Lieben. Das heißt nicht, dass das bei euch jetzt bei jedem Einzelnen so ist, aber da darf dran gearbeitet werden. Er braucht hier wirklich Klarheit, Energie, das Karma darf gelöst werden, damit all dieses hier rausgeht, also bis auf die Spiritualität natürlich, sondern also das Karma, das muss erstmal verarbeitet werden, damit der Neuanfang in der Beziehung kommen kann. Und er weiß nicht, wie er das, er weiß es nicht, er weiß nicht, wie er das anstellen soll. Und ich blende euch jetzt da mal meine allgemeinen Infos ein kurz. So, und trinke auch nochmal einen Schluck Kaffee. Upsi. Tja, also das ist wirklich, das sieht schwierig aus bei ihm. So, meine Lieben, jetzt würde ich sagen, jetzt drehen wir mal die Karten hier oben um. Ach, das sind ja, jetzt habe ich ja mehrere gezogen, ne? Den Kopfbereich für euch und für ihn. So. Ach, guckt mal an, das ist ja witzig. Okay, jetzt gucken wir, vergleichen wir erstmal, jetzt gucken wir erstmal auf seine Karten. Im Kopfbereich, da liegen die 7 der Münzen und der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen bedeutet, dass er auf einen grünen Zweig kommen möchte. Ne? Der grüne Zweig ist heute
tatsächlich allseits präsent hier. Und ich hatte ja auch schon in dem gestrigen Ankündigungsposting gesagt, dass ihm etwas klar wird. Und das ist genau hier, sieht man, ne? Die Klarheit, es wird ihm etwas klar und er weiß nur nicht, wie er es umsetzen soll. Und hier braucht er Kraft und Stabilität, um seinen Panzer abzulegen, um wirklich seine Strukturen im Kopfbereich aufzubrechen und zu sehen, was sein darf für euch beide, ja? Vielleicht kommt jetzt auch eine Situation, wo ihr euch wirklich gut unterhalten könnt. Also vielleicht wird die Stagnation oder dieser Abbruch gerade, oder der Stillstand, der momentan ein bisschen besteht, aufgebrochen und er kontaktiert euch, das liegt ja auch in seinem Kopf, ne? In seinem Kopfbereich liegt ja der Kontakt, der freundschaftliche Kontakt erstmal oder der oberflächliche Kontakt. Und hier ist ein langsames Wachstum zu sehen, ne? Die sieben der Münzen heißen immer langsames Wachstum. Und dass aber auch viel Geduld eben gefragt ist, aber dass sich etwas bewegt, ne? Da möchte Stabilität reinkommen. Da möchte ein Fortschritt kommen, ne? Er arbeitet hier langsam, aber beständig. Ne, dieser Mensch hier mit den Büchern, auch wieder das Buch, ne, sehr, sehr präsent wieder in unserer Legung heute. Heute ist das Buch nicht der Schlüssel, witzig. Und da, das heißt, die Liebe wächst. Ja? Das zwar, sind zwar Münzen und keine Kelche, aber trotzdem wächst hier etwas voran. Ja? Also etwas wächst groß und wird größer. Und eben der Ritter, der zeigt euch eben auch die. Das auf, was kommt und was kommen möchte. Und das ist eben auch hier im Wurzelbereich bei ihm zu sehen. Er braucht Stabilität, um seinen Panzer abzulegen. Ne? So, und jetzt kommen wir mal zu euch. Bei euch sehen wir hier die 8 Schwerter. Ne? 8 der Schwerter, das bedeutet immer, dass du dich auch nicht richtig, also dass du nicht richtig ehrlich zu dir bist. Du hast mehr Gefühl für ihn, als du zugibst, als du dir eingestehen möchtest. Und aber du sperrst dich selber auch, na, du hast dir dieses Konstrukt selber aufgebaut. Hier, guck mal hier, da steht ja auch, das erste Wort ist Gefangenschaft. Du hältst dich selbst gefangen, weil du kannst die Fesseln selber lösen. Du hast hier die Augenbinde, die du selber abnehmen kannst und die Schwerter. Du kannst hier hindurchgehen. Ja, die hindern dich eigentlich nicht. Die Schwerter bedeuten immer Gedanken, ne? Luft. Schwerter stehen für Luft und Gedanken. Und du hemmst dich selbst. Du beschränkst dich selbst. Und da komme ich noch mal auf das Sakralchakra zu. Komme ich noch mal auf das Sakralchakra zu sprechen, denn schaut mal hier, das Sakralchakra ist hier auch wieder zu sehen. Und ich hatte das ja am Anfang auch angesprochen. Irgendwas aus deiner Kindheit ist da, weswegen du dich in deiner jetzt als weibliches Wesen in deiner Weiblichkeit unterdrückst als Frau und auch als Mann auch deine Weiblichkeit nicht lebst. Und als diverse Person ist es, ja, irgendwas ist mit deiner Weiblichkeit, ja, wie soll ich sagen, irgendwas ist da entweder verletzt worden oder du lebst, also weswegen du das jetzt nicht lebst, oder du darfst hier wirklich noch mehr in das Gebende hineingehen. Und liebevoller zu dir selbst sein. Vielleicht kommt hier auch eine liebevolle Nachricht von ihm auf dich zu und versuche dann liebevoll auch darauf zu reagieren, ne? Du hast auch schon so viel an dir gearbeitet, in deiner Spiritualität. Und du musst nur, auch du musst diesen Schutzpanzer ablegen, ja? Es wollen wundervolle Momente auf euch zukommen und das ist zwar erst noch in euren Gedanken, aber wenn ihr aneinander denkt, dann seid ihr Liebende, dann küsst ihr euch, dann seid ihr vielleicht sogar intim miteinander und ihr wollt, also in Gedanken, ja, und ihr könnt das aber nicht so richtig umsetzen in der Realität jetzt oder im Außen, ja. Und
Ja, auch du darfst dich hier mehr öffnen. Und vielleicht braucht er von dir auch doch nochmal diesen Kelch hier, den du ihm gibst und sagst, hier, das empfinde ich für dich. Vielleicht braucht er diese Ansage, ja, vielleicht braucht er das in einem Brief, weil er denkt ja selber darüber nach. Vielleicht braucht er nochmal deine klare Aussage und dass das nicht alles vielleicht also im Verborgenen liegt. Vielleicht sagt ihr euch eure Gefühle auch gar nicht mehr oder nicht genug oder nicht klar genug oder, ne, und auch du hast dich wirklich schon sehr entwickelt und bist in deinem Wesen gewachsen und hast viele Entbehrungen auch gehabt, ne, in letzter Zeit. Vielleicht hast du dich auch von Freunden, Freundinnen getrennt, die nicht mehr, oder von Menschen getrennt, die einfach nicht mehr zu dir passen, die vielleicht, mit denen du befreundet warst oder auch aus der Familie, die einfach nicht mehr gut für dich waren. Ne? Das kann möglich sein. Und auch das hat etwas, ne, das ist vielleicht auch das freundschaftliche Karma. Nicht das freundschaftliche Karma, das Karma mit Freunden, wollte ich sagen, und Freundschaften, das kann sein, dass du da ein bisschen ausgesiebt hast und eben da diese Abbrüche auch herkamen, genau wie bei ihm, ne? Denn alles, was bei ihm liegt, das hat auch mit dir zu tun, ja. Und, ja, vielleicht hast auch du dich in deiner Arbeit vergraben, das kann auch sein, ne? Oder in Büchern oder vielleicht solltest du mal ein bisschen etwas aufschreiben aus deinem Leben oder das, was dich bewegt und ja, vielleicht machst du auch bildest du dich spirituell weiter, ja. Auch die Klarheit für dich möchte fließen im Karma, ja. Und auch bei dir steht der Neuanfang bevor, auch vielleicht beruflich sogar, ne, wenn du dich da selbstständig machen möchtest in der Spiritualität oder mit ja, oder mit irgendwas, mit Karten legen vielleicht sogar, ne? Das kann auch möglich sein, dass du eine beratende Tätigkeit einnimmst. So, jetzt gucken wir mal hier im Herzbereich bei dir und dann gucken wir bei deinem Partner. Und da bin ich gespannt, ich drehe alles jetzt um. Das Ass der Stäbe, ja, ergreife deine Chance, ergreife die Leidenschaft, ergreife die Möglichkeit, du selbst zu sein, in deine Männlichkeit zu kommen, das ist auch sehr schön. Also Weiblichkeit, Männlichkeit sind ein großes Thema bei dir. Egal, ob du Mann, Frau oder divers bist, vollkommen egal. Die Dualität scheint ein Thema bei dir zu sein. Natürlich gehen wir aus der Dualität raus in die Einheit, egal wo du gerade stehst in deinem Leben, an welchem Punkt, an welcher Stelle und auf welcher Ebene. Wichtig ist, dass du zu dir selbst findest und du bekommst die Impulse und das ist witzig, dass das hier fällt. Das ist nämlich auch dein Selbstwertgefühl, ne? Der Tetraeder ist das hier und das hat ganz viel jetzt auch mit den Neumondenergien im Wassermann zu tun. Ach, meine Liebe, ich brauche noch mal kurz einen Schluck Kaffee. Habe ich überhaupt noch was? Ja, habe ich. Und diese Energien werden dir zufließen wollen, ja? Vielleicht wirst du dich einer Gruppe von Menschen anschließen, die das gleiche Ziel verfolgen wie du. Und manchmal hast du vielleicht auch das Gefühl, auf verlorenem Posten zu kämpfen oder allein zu stehen mit deiner Meinung. Und das sage ich ja ganz oft, ne, dass es ganz viele von euch da draußen gibt, ganz viele einsame Seelen, meine Lieben, die, egal, wirklich wer, ob du viele Menschen auch um dich herum hast, du kannst trotzdem einsam sein. Auch in einem Raum, wo 1000 Menschen stehen, mit dir, um dich herum sind, kannst du einsam sein oder dich einsam fühlen. Und es gibt viele, bei denen ich das spüre und die auch wirklich niemanden haben, mit dem sie sprechen können, dem sie ihre Gedanken anvertrauen können, die, ja, Freunde haben, die keine Freunde haben, die ihnen zuhören oder keine Familie. Und meine Lieben, wenn dem so ist, meldet euch bei mir, ja. Seid mutig, meldet euch bei mir und ich versuche nach Möglichkeit für euch da zu sein und versuche euch zu unterstützen, wo ich kann, mit meinen Fähigkeiten, wenn mir das natürlich möglich ist und auch mit eurem Gegenüber, ja. Das alles, was du dafür tun musst, ist mir zu schreiben, mich zu kontaktieren und ich blende euch da nochmal meine allgemeinen Infos ein.
Und weil ich spüre, ich sage das eben immer so deutlich, weil ich spüre, dass da viele traurig sind, ja, die meine Legungen schauen, dass viele vielleicht jetzt auch einsam gerade sind und sich gerade jetzt angesprochen fühlen. Ja, ihr seid nicht allein, auch wenn es so scheint. Ja, und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. So, jetzt gucke ich mal weiter. Innere Frau, na, als ob das nicht wieder mal passender sein könnte. Meine Lieben, ich lese euch vor, was Sandra Fehrenbergs Karten sagen. Innere Frau, was kannst du tun, um deine weibliche Seite zu leben? Was verbindest du mit Weiblichkeit? Stärke deine urweiblichen Anteile, akzeptiere und lebe sie. Du darfst dich nähren, darfst empfangen, annehmen und diese weibliche Kraft in dir spüren. Sei in deiner Sanftheit und Weichheit. Spüre dein Urvertrauen, folge deinem Instinkt und deiner Intuition. Lebe deine Kreativität, lebe deine Sinnlichkeit und deine Hingabe. Lebe deine Herzenswärme und deine Güte. Genieße und lasse dich fallen. Affirmation. Ich fühle meine weibliche Kraft und genieße diese. Ja, Hingabe hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Und es geht darum, deine Sanftheit auch, sanft mit dir zu sein, also deine Sanftheit zu leben, aber auch wirklich dir selbst zu vertrauen, deiner weiblichen Kraft zu vertrauen. Und jetzt schaut mal hier, welche Karte hier kommt. Vertrauen. Ja, vertraue dir selbst, geh ins Vertrauen mit deiner inneren Kraft, deiner inneren Weiblichkeit und das ist etwas Göttliches. Männlichkeit und Weiblichkeit, das ist etwas Wundervolles. Und im Einklang miteinander ist es machtvoll, ja, und reinste Liebe, pure Liebe. Vertraue dir, gehe in deinen Herzbereich, aber schaue auch im Sakralchakra, was da los ist, warum die Weiblichkeit in dir vielleicht irgendwo verletzt wurde. Vielleicht empfindest du auch nichts Gutes oder verbindest du nichts Gutes mit Weiblichkeit. Das kann auch möglich sein. Ne? Vertraue hier der göttlichen, geistigen Welt, vertraue deinen Ahnen und gehe, also vertraue auch dir selbst und gehe in dich. Hier, vertraue. Der Glaube an dich und ein höheres Sein wird deine Träume erfüllen. Das ist ganz wichtig. Denn wenn du vertraust, dann lässt du auch los. Und wenn du loslässt, bist du frei. Ja, und dann bist du auch dankbar und kannst verzeihen. Ja, geh in die Dankbarkeit, geh in die Demut, dann lässt du los, kannst akzeptieren und verzeihen. Dann bist du wahrhaftig frei. Das ist ganz wichtig. So, jetzt hier die wunderbaren Tarotkarten, zwei der Kelche. Schaut mal hier, du sehnst dich nach einem Treffen mit deinem Partner und das wird auch geschehen. Du wirst dich mit ihm treffen und ihr werdet euch von Herzen berühren. Und dafür ist es wichtig, dass du dein Herz öffnest, weil dann öffnet er auch sein Herz. Öffnest du dein Herz, dann ist er auch offen. Ja, dann geht ihr aufeinander zu und das möchte geschehen. Ui, jetzt schaut mal hier, die Symbolon-Karten, ja. Lustigerweise, da kommt der Löwe und der Wassermann. Das ist wirklich interessant, denn ja, der Narr hält dem gestürzten König den Spiegel vor. Was bedeutet das für euch, meine Lieben? Der König, also das spüre ich jetzt aber, dass das vor allem euer Partner ist, der irgendwie etwas in euch auslöst, was euch Angst bereitet oder so richtige Panik sogar macht. Irgendetwas in euch berührt das und das könnte sein, dass euer Vater das da ein Thema ist. Vielleicht ist euer Vater von euch oder irgendwann mal vom Thron gefallen, so ungefähr, dass ihr so eine Art Desillusionierung erlebt habt und deswegen nicht ins Vertrauen gehen könnt. Vielleicht auch nicht mit der Männlichkeit, mit der Weiblichkeit, nicht mit der Männlichkeit. Vielleicht habt ihr auch kein Vertrauen zu eurer Mutter. Das kann auch sein. Also in eurer Ursprungsfamilie, ja, eurer irdischen Mutter. Vielleicht seid ihr da selbst zu Fall gekommen. Und das ist natürlich etwas Schwieriges. Wenn du kein Urvertrauen besitzt,
dann hängst du immer in der Luft. Dann kannst du dich auch auf dich selbst nicht verlassen, beziehungsweise du verlässt dich nur auf dich selbst. Man kann sich sowieso nur auf sich selbst verlassen, außer auch aufs Universum und Mutter Erde, ist ja klar. Also, ne? Die Urkraft, aber vielleicht ist dir diese Urkraft, dieses Urvertrauen wirklich verloren gegangen in dir. So, dass du immer Zweifel hast, was andere betrifft. Und ich sage dir, wenn du dich auf dich selbst verlassen kannst, dann kannst du dich auch auf andere verlassen, weil du ziehst immer das an, was du in dir selbst heilen musst, was du in dir selbst für Themen hast. Und du kannst, vielleicht konntest du dich wirklich nicht auf deine Mutter oder deinen Vater verlassen. Und vielleicht bist du auch jemand, der anderen immer den Spiegel vorhält. Also ihr spiegelt euch ja alle, wir spiegeln uns alle. Ne? Aber vielleicht bist du jemand, und das ist auch eine Fähigkeit, eine Gabe in dir, dass andere, ja, das kann auch sein, dass du nicht viele Freunde hast, gerade weil du das sagst, was du denkst, was du in dem anderen siehst und das viele Leute erschreckt. Ne? Das kann möglich sein, dass du das sagst, was du siehst und dass das bei anderen manchmal so ein bisschen unliebsam ankommt. Ne? Und auch bei deinem Partner. Vielleicht spiegelst du ihm genau das, was er auch in sich hat. Und mit Sicherheit spiegelst du das und er spiegelt das dir. Und vielleicht musst du dir auch selbst den Spiegel mal vorhalten, momentan vielleicht, und nochmal schauen, wo du vielleicht deinen Weg wieder korrigieren darfst, wo du vielleicht zu verbissen oder vielleicht sogar zu arrogant an die Sache herangegangen bist. Schaue einfach mal hin, wo du auch zu hart mit dir selbst ins Gericht gehst. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und betrachte die Dinge nicht nur von ganz weit oben, sondern gehe auch mal wieder mitten rein. Na, so wie der König hier ganz oben auf dem Thron sitzt und unten sind seine Untergebenen. Gehe auch mal wieder mitten rein ins Gewühl. Stürze dich in dich selbst hinein, in deine Mitte, in deine Abgründe vielleicht auch. Und bringe Licht dorthin. Denn wo Licht die Dunkelheit vertreibt, da ist Licht und keine Dunkelheit. Ja? Es bleibt immer das Licht auch zurück, beziehungsweise dort und wirft zwar vielleicht Schatten, aber trotzdem ist es wichtig, das Licht zu erleuchten in dir. Und genau diese verborgenen Dinge anzuschauen. Ach, meine Lieben, so. Und da kommt der Erzengel Michael ins Spiel, wollte ich schon fast sagen. In dein Leben, in dein Lebensspiel. Schau mal hier. Heilung der Elternbeziehungen. Nein, das, also ich lach mich weg, ne, meine Lieben. Guck mal hier. Heilung der Elternbeziehungen. Ja, da hilft dir Erzengel Michael jetzt. Deine Beziehung zu deinen Eltern oder auch zu deinen Großeltern und so weiter und so fort, ne, dieses Ahnenthema, zu heilen. Das ist ja echt wieder mal, was das ist. Mich wundert ja nichts mehr, ne, meine Lieben, ihr wisst's. Lasse den Strom von Erzengel Michaels Liebe, upsala, ich muss gerade mal fast niesen hier. Lasse den Strom von Erzengel Michaels Liebe zwischen dir und deinen Eltern fließen. Ja, das machen wir jetzt mal. Hier. Spüre den Strom, den Erzengel Michael dir sendet. Spüre die heilenden Energien. Ach, das ist ja wunderbar. Ja, Erzengel Michael könnt ihr anrufen, ne, sozusagen, und um Unterstützung bitten. Und ich arbeite ja auch mit den Erzengeln. Und ja, das sind wundervolle Energien. Ja, ihr könnt mich gerne kontaktieren, auch wenn ich für euch da sein darf, meine Lieben, um genau hier diese Beziehung zu euren Eltern und auch in dir zu heilen, ja, oder energetisch zu heilen und zu strukturieren.
Ich blende euch hier nochmal meine Infos ein. Moment. Und trinke auch nochmal einen Schluck Kaffee, meine Lieben. Also jetzt bin ich gespannt, was bei ihm hier stehen wird, was wir hier für dein Gegenüber jetzt ergründen dürfen. So, oh ja, die Albträume, die Neun der Schwerter, die Albträume, die Sorgen des Nachts, die vielen Gedanken und das im Herzbereich. Und ne, im Kopfbereich sehen wir die Gedanken und die, ja, vielleicht auch leichte Verstimmungen, ne, im, ja, ihr wisst, was ich meine, und das kann schon sehr gut sein. Jetzt gucken wir mal weiter. Aber eigentlich muss er sich gar keine Sorgen machen, denn diese Karte heißt auch, mache dir keine Sorgen. Es ist alles, es ist zwar schwierig, aber es ist nicht unlösbar und du findest eine Lösung und es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Die Authentizität, ja, genau, das ist es nämlich. Vielleicht hat er auch nie gelernt, authentisch zu sein. Vielleicht jagt er immer nur einem Bild nach, also dein Gegenüber, oder einer Struktur, die er lebt, die ihm seine Eltern aufgezeigt haben, die diese gelebt haben, und das ist eigentlich gar nicht sein Weg, aber er lebt ihn trotzdem oder er führt ihn trotzdem aus, und das ist diese Struktur, die aufgebrochen werden möchte, wo er mit Schwierigkeiten hat. Und ja, jetzt guckt hier, ich lese es vor. Authentizität. Hast du den Mut, deine Wahrheit auszusprechen und deine Meinung aus deinem Herzen heraus mitzuteilen? Stehst du zu deinen Schwächen? Deine Wahrheit spricht aus deinem Herzen. Lebe und handle danach und fühle die Energie, die dir zufließt, durch dein authentisches Sein. Lasse alle Masken fallen. Affirmation: Ich spreche meine Wahrheit aus meinem Herzen in Liebe. Wow. Ich bin begeistert. Ja, das gefällt mir richtig gut. Das ist genau das. Na, jetzt geht nämlich hier meine Stimme wieder etwas weg. Das ist genau das. Sprich die Wahrheit aus. Hast du den Mut, die Wahrheit auszusprechen? Nein, das hat er nicht. Momentan hat er das nicht. Er hat die Energien, die Ansätze. Ach, hier kommt der Turm, sehe ich gerade schon. Das gibt's doch nicht, meine Lieben. Oje, oje. Er hat diese Ansätze, aber er schafft es nicht. So, jetzt gucke ich mal hier. Die Angst. Nein, ich muss jetzt gerade mal weiter lunsen, was hier kommt. Der Turm. Ach, und ja, der Schachspieler. Und das Nächste? Ach Mensch, meine Lieben, also das ist ja, also das kann doch nicht wahr sein. Wie sich das sind alles verschiedene Kartendecks, ja, bis auf diese zwei, die sind die gleichen. Das gibt's doch nicht. Die Angst, also die Träume und die, schaut's euch an, die Frau, die ihren Kopf in ihren Händen vergräbt, ja, weil sie Angst hat, weil sie nicht mehr weiter weiß. Dann hier, aus dem Symbolon-Karten, der Mann, der mit den dunklen Energien, den negativen Energien im Berg mit verwachsen ist, mit seinem Innersten, aus seiner, das ist sein Innerstes hier, ne, wo er nicht rauskommt, wo er nicht weg kann, weil er hier unten, die Füße sind festgewachsen, ja, und er macht sich Gedanken, ist traurig im Prinzip. Diese Karte, nur in grün, ja, oder in schwarz, wie auch immer, dann der Schachspieler, der versucht, hups, so könnt ihr sehen, der versucht, sein Leben in den Griff zu kriegen, Züge vorauszuplanen, aber auch eben zu planen, ja, und gar keine Leichtigkeit, kein Spiel, keine Freude daran hat, sondern einfach nur nach Schema F weitermacht. Und hier unten, schaut mal, der Narr, wisst ihr noch eben, der Narr, wo den du hattest, aus dem, hier sieht man den König, Hermes, den Götterboten, die Königin und auch die Mutter Maria könnte das sein, oder Demeter. Dann hier, die Karten sind runtergefallen, der Engel. Dann hier der weise Alte, ne, der mit dem Zeigefinger immer. Dann eben der Narr, der Vampir, und hier auch eine Art Königsfigur, oder die Königin könnte das sein, die schon draußen aus dem, die schon aus dem Spiel geflogen sind. Ja, und er versucht zu kommunizieren, er versucht immer noch sein Leben aufrechtzuerhalten. Er hat dich
eigentlich ganz fest hier in der Hand und möchte dich nicht gehen lassen. Nicht fest in der Hand, also er hat dich, er möchte dich nicht verlieren, so, ne? Deswegen hält er dich fest und ja, ach, das gibt's doch nicht. Dann kommt hier der Turm, alte Strukturen aufbrechen, ja, das Einreißen von Mauern und Strukturen steht hier, die totale Veränderung. Das der Geistesblitz, aber auch es geht darum, Altes eben loszulassen, Freunde vielleicht aus seinem Leben oder auch Familie oder sonst etwas aus seinem Leben zu transformieren oder loszulassen, was nicht mehr zu einem gehört. Ne, hier fallen die Leute aus den Türmen und aus dem Turm und es geht da um Selbsterkenntnis, es geht auch um Selbstbetrug, ja. Und dass man sich befreit von etwas, ne? Von Altem, ja. Eine Trennung heißt das natürlich auch. Und dann kommt hier die Angst. Ich habe gesagt, hier, bist du mutig? Ne? Das Gegenteil von Mut ist natürlich auch ein bisschen Angst, ne? Und Angst lähmt dein Tun. Ich lese mal kurz vor. Schau dir deine Ängste an, um sie zu überwinden. Ja, und da, wo die Angst liegt, da ist häufig das größte Potenzial auch. Deine oder auch seine Entwicklung, sein Glück, seine Liebe, das steckt dahinter. Oh, das ist ja sensationell. Was ist das wieder für ein Orakel heute, meine Lieben? Ich gebe euch nochmal ein Herzchen hier. Das ist ja sensationell. Ich bin platt, wirklich. Das sind ja so wundervolle Karten, weil ich fühle gerade diese Energie, die kommt, die für euch da ist, die nur angezapft werden möchte, die Blockaden möchten weg, transformiert werden. Und dann fließt diese Energie zwischen euch und dann seid ihr nur noch glücklich. Ihr findet euch selbst in euch, ihr findet euch gemeinsam, ihr ergänzt euch, ihr bildet eine Einheit, ihr seid selber eine Einheit. Ihr habt alles aus eurem Leben geschmissen, was nicht mehr zuträglich für euch ist, was euch unglücklich macht. Und ihr geht aus der Dualität raus und ihr wollt wirklich nur noch glücklich sein und ihr könnt das schaffen, meine Lieben. Das ist ja sensationell. Und das wird ihm auch klar hier, dass ihr Seelenpartner seid. Diese Klarheit, die ist da, aber er braucht die Kraft, um sich zu entwickeln. Die hat er nicht. Die hat er leider nicht, aber es wird ihm trotzdem klar. Das ist zu sehen, ja. Er möchte auch eure Freundschaft nicht verlieren, weil das ist auch wieder etwas Schönes, was ich ja immer sehr liebe. Ihr seid nicht nur Liebende, ihr seid vor allem auch Freunde. Und das ist was Tolles, was Besonderes, was Seltenes, was ganz, ganz Schönes. Und ihr könnt auch miteinander ein bisschen crazy sein, ein bisschen verrückt, ne, weil ich eben wieder toll gesagt habe. Ihr könnt auch verrückt sein miteinander und das ist etwas Gutes. Ihr könnt ausbrechen und das ist auch eure Kraft, auszubrechen aus diesen Strukturen vom Turm, ne? Das ist nichts Negatives. Dahinter wartet eine schöne neue Welt auf euch. Ja, so ist es, meine Lieben. Das ist ja sensationell. Kommt das hier? Also egal. So, jetzt gucke ich bei euch, wie es weitergeht und bei ihm. Und dann ziehen wir die gemeinsamen Karten. Tada! Oh, hallo, hallo, hallo. Das wird spannend. Also, das sind eure Karten. Euer König ist natürlich euer Gegenüber, ne? Und hier möchte ganz viel Stabilität reinkommen, Struktur fließen und es kommt ein Treffen zustande. Aber die Drei der Kelche ist auch immer so ein bisschen, also das ist natürlich ein Liebesglück, aber auch immer so ein bisschen so eine Dreiecksbeziehung. Es heißt wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich so, dass ihr eine Dreiecksbeziehung habt oder sogar Vierecksbeziehung oder mehrere, um mehrere Ecken noch, wie auch immer. Dass da noch eine Frau ist, eine Partnerin oder wer auch immer, da ist die Mutter oder noch Kinder oder alles zusammen, die da so ein bisschen blockierend drauf einwirken und das ist auch nicht so leicht zu überwinden. Und es kann auch sein, dass ihr euch auf einer Feier trefft, wieder trefft, jetzt auf einer Hochzeit kann das auch sein oder auf einem Geburtstag, irgendwie sowas, irgendwelche geselligen Ereignisse. Und ihr seid auf jeden Fall, wenn ihr euch trefft, glücklich miteinander. Vielleicht tanzt ihr auch gerne zusammen oder ja, es kann auch sein, ein Hinweis auf die Jahreszeit, dass im Frühling etwas für euch Wunderbares fließen möchte, dass da die Energien sich noch mehr ordnen für euch und in eure Richtung gehen. Und ich blende euch jetzt da nochmal kurz meine allgemeinen Infos ein.
damit ihr da nochmal mich kontaktieren könnt, wenn ihr meine energetische Unterstützung braucht. Denn, meine Lieben, hier darf eine Partnerzusammenführung oder Partnerrückführung sein. Auf jeden Fall eine energetische Unterstützung mit einer Intensivreinigung über mehrere Tage, um dieses karmische Band hier zu lösen, diese karmischen Verstrickungen, was ihn da so blockiert, die Blockaden zu lösen, die Hindernisse, damit er Mut bekommt und Stabilität, damit ihr wieder eine Einheit in euch selbst bildet, ja, und das ist wirklich möglich, denn hier fließt Liebe. Ihr wisst, ich arbeite nur mit dem Einklang einer jeden Seele, ja, ich hole mir immer vorab das Einverständnis und ich arbeite nur im Einklang mit dem Seelenplan, dem Göttlichen und dem Universum zusammen, und wenn da zwischen euch Liebe fließt oder Gefühle oder eine Verbindung besteht, ja, dann arbeite ich sonst nicht, und also ihr könnt da ganz, ganz beruhigt sein, meine Lieben, ja. Und hier besteht eine Verbindung, die ist also durch nichts und niemanden zu trennen. Das ist einfach wow, sag ich mal, ja. Also da kontaktiert mich gerne, wenn ihr da Interesse an einer energetischen Unterstützung habt. Und da ist wirklich ganz viel für euch möglich. Denn hier darf ganz viel sein, wirklich. Und da darf ganz viel gelöst werden. Ach, meine Lieben, ganz zauberhaft ist das. So. Jetzt hier, schaut hier, das sind seine Karten im Basisbereich. Er sucht nach Erlösung, aber es wird auch etwas kommen. Vielleicht steht tatsächlich irgendeine Trennung an von seiner Partnerin, Mutter, Kinder, Frau, keine Ahnung, irgendwas. Ja, da kommt etwas zustande, und es wird aber auch hier der Neuanfang sein. Dadurch dann, ja. Das ist erstmal eine schwierige Zeit, die er vielleicht dann durchmacht. Aber es ist ganz deutlich zu erkennen, dass er sich auch neu ausrichten möchte, gericht, ja, er geht in diese Richtung der Erlösung, Entschuldigung, ich muss gerade mal aufstoßen. Und ihr seid sowas von verbunden miteinander. Das ist auch eine sehr spirituelle Karte, weil ihr seht hier die Auferstehung. Das kann auch etwas mit Ostern zu tun haben, weil ich eben auch hier sagte, bei der Karte hier darunter, drei der Kelche, dass das, weil das, ihr seht hier das Maifest, ne? Das mit dem Maibaum. Es kann also sein, dass das etwas mit dem Frühling zu tun hat oder Anfang des Sommers, dass hier eine Zeit gemeint ist, wo etwas ins Rollen kommt, ins Fließen oder in die Entwicklung gehen möchte, wo ein Neuanfang für euch besteht. Meine Lieben, aber ihr müsst wirklich daran arbeiten, dass das in die Umsetzung kommt, in wirklich, weil, also das nennt sich auch die Hebung des Schatzes, ne, das Gericht, ja, weil hier diese Neuentwicklung, diese Auferstehung ganz, ganz bezeichnet ist für eine Entwicklung, für ein Erwachen, für eine Umstrukturierung, ja, eures Selbst oder seines Selbst. Und hier braucht er aber ganz viel Kraft und Selbstwertgefühl. Das geht nicht von selbst. Es ist zwar hier die Energie da, und es wird auch sehr, sehr viel daran gearbeitet bei euch. Also die geistige Welt arbeitet daran, das spüre ich auch. Vielleicht arbeitest du auch energetisch mit ihm und sendest ihm gute Energien, manifestierst und so weiter. Auch mit den Mondritualen, tragt euch übrigens ein, meine Lieben. Das kann schon sein. Aber hier ist eben diese Entwicklung mit dem Schiff zu sehen, die 1 bis 2 Jahre so bedeuten kann. Das heißt also, dass da sehr viel zu tun ist, ja, da ist ganz viel zu tun, und wenn du meine Unterstützung benötigst, melde dich bei mir, sonst ist das hier für ihn wirklich ein schwieriges Unterfangen, obwohl es natürlich nicht unmöglich ist, es geht in die richtige Richtung und es geht auch weiter, ja, aber es darf auch ein bisschen schneller gehen, so meine Lieben, jetzt, aber trotzdem wollte ich nochmal sagen, genau, das Gericht und König der Stäbe, das ist etwas, er kommt in seine Leidenschaft, er möchte, ach, ihr seht das gar nicht hier, das habe ich die ganze Zeit darauf gezeigt, also Gericht und König der Stäbe, er möchte in seine Leidenschaft kommen, in seine Umsetzung, er bekommt Impulse und Struktur auch und Ideen auch, die er umsetzen kann, und dafür ist auch übrigens, wie gesagt, der Neumond jetzt sehr, sehr, sehr wichtig, der jetzt kommt, der ja im Wassermann ist und kommen wird, und da geht es auch ganz viel um Struktur wieder, um Impulse, um neue Kraft und so weiter, ne? So, um die Umsetzung auch. So, jetzt drehe ich alle Karten zwischen euch um, also die euch verbinden, die zwischen euch liegen und so weiter. So, da haben wir die Vergangenheit. Ihr kennt euch vielleicht schon länger,
Es kommt viel aus der Vergangenheit hoch, das wundert mich nicht. Das Karma ist hier immer wieder gefallen heute. Und vielleicht kommen auch Personen aus der Vergangenheit wieder auf euch zu, die vielleicht, wenn ihr euch schon länger nicht gesehen habt und du gerade für deinen Partner schaust, dann möchte er auf dich zukommen. Also vielleicht begegnet ihr euch tatsächlich und da wird sehr viel Liebe fließen. Vielleicht kennen sich auch eure Familien irgendwie. Das kann auch möglich sein. Oder ihr seid auch beruflich miteinander verbunden. Das kommt mir auch gerade nochmal in den Kopf. Und oh ja, schaut mal hier. Und ihr habt Sehnsucht nacheinander. Die Sehnsucht, ihr sucht etwas im anderen, was ihr in euch auch finden müsst. Und das zeigt euch der andere auf. Und alles, was du in ihm suchst, das ist natürlich auch in dir vorhanden. Und das musst du erstmal in dir selbst heilen und lieben und finden, damit du in ihm, also damit ihr dann euch nicht gegenseitig da nur versucht, immer die Wunden im anderen zu heilen oder über den anderen, sondern damit ihr euch selbst frei und leicht und unbeschwert lieben könnt. Und das könnt ihr schaffen, denn ihr habt so eine unglaublich starke Verbindung. Nach was strebt dein Verlangen? Gehe in dich und prüfe, was dein Lebensziel ist. Ja, und euer Lebensziel ist natürlich glücklich zu sein. Ja, euer Lebensziel ist leicht und unbeschwert zu sein in einer Verbindung und Harmonie zu leben, natürlich. Und das sucht ihr beide und das könnt ihr auch finden, das habt ihr auch gefunden im anderen. Das müsst ihr aber noch ein bisschen hier an die Oberfläche holen und euch darüber klar werden, wo ihr dran arbeiten müsst. So, die Mäßigkeit, auch eine ganz starke Karte, schaut es euch an. Das ist ja Erzengel Gabriel auf dem Bild und es geht hier um, ja, um Geduld auch ein bisschen. Es ist auch eine Geduldskarte, ein bisschen eine Geduldsprobe. Ne? Deswegen ist hier auch die Uhr drauf. Und immer wieder das Rad, was sich dreht, ne? Das Mühlrad, was sich dreht. Müßig, mühselig. Aber auch eben die Fülle, die fließt zwischen euch beiden. Es fließt hin und her. Zwischen euch ist ein reger Energieaustausch. Ihr versteht euch wahrscheinlich blind, nur über eure Blicke. Wenn du ihn anschaust, er dich anschaut, dann wisst ihr genau, da sprühen die Funken und da fließt Liebe. Und ihr könnt euch vielleicht sogar auch, vielleicht trefft ihr euch auch auf feinstofflicher Ebene, ne? Also telepathisch könnt ihr miteinander kommunizieren und da ist ganz viel Gedankenaustausch und ihr träumt voneinander und liebt euch wirklich unendlich. Ja, und die Mäßigkeit halt heißt halt auch, dass da wirklich noch ein bisschen, das ist genau dieses hier, dass da Entwicklung stattfinden muss, dass es dauert, dass nichts überstürzt werden darf vielleicht auch. Und es bedeutet auch, das rechte Maß zu wahren und es bedeutet, sich auszugleichen in der Dualität, ja, eine Balance zu finden in euch, in dir und auch mit euch gemeinsam. Na, vielleicht steht da ja auch wirklich noch ein klärendes Gespräch an, wie ich das am Anfang gesagt habe. Und da müsst ihr das richtige Maß finden. Nicht streiten, sondern von Herz zu Herz kommunizieren. Wenn, also das funktioniert nicht von Ego zu Ego oder auch nicht von Herz zu Ego oder von Ego zu Herz. Das geht nicht. Es geht nur, wenn ihr beide eure Herzen öffnet. Und es geht wirklich nur, wenn beide im Herzen sind. Wenn der eine im Ego ist, dann ist da kein Durchkommen. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. So, letzte Karte. Die Befreiungskarte. Ich habe gerade geguckt, ob es die letzte ist, aber es ist wirklich die letzte. Die Befreiungskarte. Ja. Wovor läufst du weg? Wovor läuft er weg? Ihr lauft vielleicht sogar voreinander weg, vor euren Gefühlen. Ihr wollt es euch nicht eingestehen. Er traut sich nicht, ne, auf dich zuzugehen, du auch nicht auf ihn. Es ist verdreht, meine Lieben. Es ist verdreht. Und ihr braucht ein klärendes Gespräch. Ihr braucht es, euch wirklich mit euch auseinanderzusetzen, mit eurer Liebe, eurer Verbindung und eurer Zukunft. Ja? Es, ne, ihr seht, ihr wieder die Kreuze, die Frau, die hier vor dem Tod wegläuft auf dem Friedhof, aber das ist natürlich auch wieder das Karma. Ja, und du musst dich fragen, wovor läufst du weg? Was hast du in dir, in deinem Sakralchakra, in deinen Gedanken, in deinem Herzen, wovor du wegläufst? Du läufst weg vor
deiner Angst, verletzt zu werden. Du läufst weg davor, vielleicht auch deine Wahrheit überhaupt anzuerkennen, also deine Blockaden innerlich, was dir vielleicht mal als Kind geschehen ist, widerfahren ist, dass du da emotional, verbal oder körperlich verletzt wurdest. Ne? Vielleicht sogar ist da ein emotionaler Missbrauch geschehen, das kann möglich sein. Irgendetwas deckt eher auf oder triggert in dir an, was du nicht sehen möchtest, wo du schon lange vorwegläufst, vielleicht, ja, musst du hier mal zur Ruhe kommen und in dich gehen und zu schauen, was da los ist. Vielleicht hast du auch Angst vorm Tod. Vielleicht, ne, hinter allen Ängsten steckt ja eigentlich nur eine Angst, und das ist die Angst vor dem Tod. Und vielleicht ist genau dieser Übergang, vielleicht bedeutet für dich der Tod das Ende von allem, aber es kann auch ein Anfang sein, weil der Tod bedeutet ja nicht immer nur Tod, sondern eben ja auch Neuanfang. Ne? Also, dass aus etwas Altem etwas Neues wird. Eine Tür schließt sich, dafür öffnen sich 10 neue, und diese Türen sind noch wunderbarer und eröffnen dir eben diesen wunderbaren Blick auf etwas Neues, die Erleuchtung, ja, die hier geschehen ist. Das ist die göttliche Erleuchtung, ja, dieses hier. Eine göttliche Erleuchtung geschieht hier, und das heißt, ihm wird etwas klar. Peng, buff, ja. Und nur so befreist du dich, ne, und gehst in eine schöne neue Welt, in die 5. Dimension. Ach, meine Lieben, also das ist ja mal wieder eine Wow-Legung gewesen. Es ist wirklich eine Wow-Legung. Wow, einfach nur sensationell. Und ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen. Ich wünsche es dir sehr, denn wenn das eure Liebe ist hier, dann ist da, also das ist einzigartig, wundervoll, magisch, inspirierend und einfach nur wundervoll, wunderschön und voller Liebe und Leidenschaft. Ja, also ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Worte mehr dafür. Das ist einfach nur ein unfassbar schönes Gefühl. So ganzheitlich und so, wie es sein muss. Ja, so ein richtiges Urgefühl der Liebe. Wundervoll. Ein göttliches Urgefühl der Liebe. So, meine Lieben. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende. Jetzt ziehe ich für uns noch einen neuen Impuls und schaue, welche Energien uns in der nächsten Woche begleiten dürfen durch die göttliche, geistige Welt und wo sie mit Rat und Tat und ihren wundervollen Energien an unserer Seite schützend stehen und welche Energien ihr auch erwarten könnt oder was ein kleiner Ausblick eben sein kann auf das, was sich transformieren möchte oder was kommen kann. Und dafür geht ihr jetzt gerne alle in die Entspannung. Wir sind alle geschützt. Und ich ziehe jetzt eine Karte und schaue, welche Energien sich darstellen. Geht in die Entspannung, atmet tief, kommt ganz bei euch an. Seid nur ihr selbst, lasst euren Wunschpartner mal Wunschpartner sein oder euer Gegenüber einfach Gegenüber sein und seid einfach ihr selbst. Oh ja, ihr habt viel Kraft heute. Diese Karte will es sein. Hier oben diese. Oh, das war ein ganz klarer, schneller, mächtiger Impuls. Und da ist ganz viel Klarheit und Zackigkeit und auch Erdung spüre ich ganz deutlich. Ne? Passt gut zum Klangspiel. Ist ja wieder das Rote. Ne? So, meine Lieben, ich drehe die Karte um. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Weihnachten und Silvester sind vorbei und ja, ich gucke jetzt, wir gucken gemeinsam und drehen die Karte um. Jupp. Warten auf Gott schon wieder. Wow, das ist ja eine wundervolle Aussage. Kraftvoll und hier Stabilität, was habe ich gesagt? Und die Stabilität mündet im Herzen, im Herzbereich oder entsteht. Aus dem Herzen entsteht Neues, die neue Liebe, die Fruchtbarkeit, die Stabilität,
eine Familie, ne, kann das auch bedeuten. Und die wunderschöne Göttin hier mit ihrem wunderschönen dritten Auge und dem Geschmeide oben am dritten Auge. Ja, die euer drittes Auge öffnet. Ne? Was habe ich gesagt? Also dieses Zeichen, ne? Die Energie öffnet euer drittes Auge. Und warten auf Gott, das ist ja wundervoll, meine Lieben. Die göttliche Präsenz ist an unserer Seite und du musst nicht warten, sie ist da. Ja, die Göttlichkeit ist da bei dir. Jetzt gucke ich mal, wie schön ich hier unser Bild gestalten kann. Ich mache es mal ganz einfach. Mal gucken, wie es aussieht. Ja. Und die schönen Schwäne. Ja, das gefällt mir ganz gut, meine Lieben. Was sagt ihr? Okay, ich suche die Botschaft raus und ihr geht in die Entspannung weiterhin. Und ich lese euch die Botschaft vor und lasse das Klangspiel erklingen. Auf Gott. Es gibt diese Momente, warten, geduldig sein und sich hingeben. Warten auf Gott, auf das Göttliche, auf den nächsten Impuls. Auch diese Momente gehören zum Leben. Wir sind immer und überall in Liebe und werden geliebt. Nur manchmal ist es ein wenig leiser und stiller. Aber genau in dieser Stille geschieht etwas Besonderes. Ich wünsche dir ein lichtvolles Sein und etwas Geduld. Geduld beim Erwarten des Göttlichen. Psst, sei still. Noch stiller. Hörst du? Höre hin. Sieh nur, ein Engel umhüllt dein göttliches Sein. Siehst du? Dein Warten hat sich gelohnt.
meine Lieben, passender hätte die Botschaft wieder nicht sein können, findet ihr nicht auch? Geduldig sein passt sehr gut auch zu dem Orakel. Natürlich musst du auch geduldig mit dir sein, nicht nur in Bezug auf dein Gegenüber, sondern auch mit dir. Sei lieb zu dir selbst. Und auch das gehört zum Leben. Und genau daraus entstehen neue Dinge. Ja? Du bist von Liebe umgeben, überall. Liebe ist in dir und um dich herum. Und horche in dich hinein. Schaue, was im Verborgenen liegt. Hole es ans Licht. Akzeptiere es, transformiere es und lasse es los. Ja, das ist wirklich auch, dass etwas Neues entsteht in der Stille. Ja, was ich eben in der Botschaft vorgelesen habe, aus der Botschaft. Das passt so gut zu dem Neumond im Wassermann, einfach unglaublich. Die Energien, wirklich die gehen Hand in Hand und fließen so gut zusammen. Und tragt euch gerne ein für das Neumondritual. Und wie gesagt, wenn ich etwas für euch tun darf, um euch hier jetzt in der energetisch schwierigen Zeit zu unterstützen, meldet euch gerne bei mir. Ich nehme euch jetzt mit zu meiner Hangdrum. Das habe ich heute noch gar nicht gesagt. Das wäre ja natürlich auch heute wieder die Energien über meine Hangdrum fließen lassen. Und entspannt euch, ich spiele jetzt und schütze euch und lasse Energien fließen und schaut mal, wo ihr das wahrnehmen könnt. Und ja, verabschiede mich dann am Ende nochmal. Meine Lieben, ich bin ganz entzückt von der Botschaft, warten auf Gott und ja, was alles in der nächsten Woche sein darf. Geht ab und zu mal in die Stille, seid geduldig mit euch und eurem Gegenüber. Und gebt nicht auf. Ja? Okay. Los geht's. Ich nehme euch mit. So, da bin ich angekommen bei meiner Hangdrum, meine Lieben. Und ich werde jetzt für euch spielen. Genießt es. Thank you.
Leben ein rasantes Ende. Da ist wirklich sehr viel erdende Energie jetzt geflossen, so wie ich das wahrgenommen habe. Und das war wirklich sehr, sehr wichtig jetzt scheinbar für euch, denn die Erdung ist natürlich essentiell, um auch alle negativen Energien aus sich rauszuleiten und um ja, stabil zu sein innerlich, ja, in seiner Gefühlswelt oder in deiner Gefühlswelt. Und das scheint jetzt in der nächsten Woche sehr wichtig zu sein und dann eben auch zum Neumond diese Stabilität und diese Struktur, die dann darauf aufbaut, in sich zu verankern. Ach, meine Lieben, ich danke euch so herzlich fürs Einschalten und ja, meldet euch gerne bei mir, gerne über meine wunderschöne Webseite, die ihr so liebt, gerne über Facebook und Instagram oder eben per E-Mail oder schreibt mir auch gerne unter die Postings, ne, oder unter hier das Video, ob ihr auch beim Neumondritual dabei sein möchtet. Ihr und eure Liebsten und alle, von mir aus das ganze Universum, je mehr, desto besser, umso mehr Energie fließt. Und ich danke euch von Herzen fürs Einschalten und gebe euch ganz viele Küsschen. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es wieder heißt, eure Kartenlegerin Simone. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Meldet euch gerne bei mir, wenn ich euch unterstützen darf. Ich versuche, für euch da zu sein, meine Lieben. Ihr seid nicht allein, seid nicht traurig. Und ich habe euch sehr, sehr lieb, ja? Alles Liebe, meine Lieben. Eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi. Tschüssi, eure Kartenlegerin Simone. Tschüssi.